Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Endlich, ich freue mich, dass ich das heute Sie ganz herzlich einladen kann zu unserem längsten Weinfest am Rhein, unser traditionelles Winzerfest, ein beliebtes Weinfest. Und nach 2 Jahren Pause, Sie wissen, durch Corona, freue ich mich umso mehr, dass wir in diesem Jahr wieder toll unser Fest feiern können. Wir feiern ab dem 2. September mit einer Eröffnungsfeier um 18 Uhr hier auf dem Bürgermeister-Neff-Platz. Es werden jetzt schon die letzten Vorbereitungen getroffen. Die Weinmajestäten sind dann zu Gast, die Schoppenbläser machen dann auch die musikalische Umrahmung. Dienstags haben wir dann traditionell Biggeln trinkt Rot. Da machen wir eine Spezialisierung nur mit Rotwein, mit tolle kulinarischen Spezialitäten dazu. Mittwochs ist traditionell unser Brückenfest. Da darf ich Sie herzlich einladen. Das ist unten an der Nahe. Da wollen wir nach ein bengalisches Feuer machen. Und im Anschluss natürlich haben Sie die Gelegenheit, gesellig mit Ihren Freunden, Familie das Fest zu besuchen. Dann auch der Höhepunkt ist dann sonntags der Umzug. Wir freuen uns, dass viele Vereine, viele Ehrenamtliche mitmachen bei dem Umzug und auch viele Majestäten aus der Region. Wir werden uns dann auch anschließend einen Majestätenempfang machen. Und montags ist der Fingerabend traditionell, wo das Winzerfest ausgeht. Also ich freue mich, dass ich Sie heute einladen kann nach 2 Jahren Pause. Wir haben einiges umgestellt. Lassen Sie sich überraschen. Sagen Sie es weiter. Bringen Sie Leute mit. Kommen Sie zu unserem Fest. In diesem Sinne bleiben Sie gesund. Ihr, euer Oberbürgermeister Thomas Wiener.